Also pro Wein ein Traum wird, war eingerahmt zwischen Prinzessinnen und Königinnen. Super. So, jetzt aber mal die Frage. Spätestens seit Kate denkt doch jede Frau angeblich daran, selbst Prinzessin oder Königin zu werden. Fragen wir doch mal, wie das funktioniert. Ja, also bei uns ist sicherlich nicht so der Traum wie bei der Kate. Also hier mit Liebe und allem ist bei uns zwar auch mit Liebe zum Wein, aber nicht mit der Liebe zum Mann verbunden. Und bei uns ist dann eher schon Fachwissen gefragt. Also auch ein bisschen Wissen über den Wein muss man mitbringen und dann läuft das schon. Okay. Gut, Weinwissen geht auch ohne Mann und Sie sind? Ich bin die rheinhessische Weinkönigin Helgard Frey. Alles klar. Gut. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, ich bin eine rheinhessische Weinprinzessin, Lisa Schäfer. Und wie wird man Weinprinzessin? Durch Heirat? Nee, nicht durch Heirat, durch eine Wahl. Man muss ein paar Fragen beantworten, man wird von einer Jury befragt, muss einen Wein vorstellen, muss ein Interview führen und einen ganzen Wahlabend durchlaufen. Und wir waren dieses Jahr 4 Kandidatinnen und eine kann natürlich nur die Königin werden. Die Helgard wurde das dieses Jahr und die Helgard tritt deshalb auch zur Wahl zur Deutschen an und wir Prinzessinnen, wir haben nach diesem Jahr unser Amt beendet. Das ist natürlich schade. Ein Jahr Prinzessin, aber ich bin besser als nichts. Und ich was? Oh ja, deutliche Menge, ja, richtig. Okay, wie sieht's? Also ich bin auch vom Team Rheinhessen, auch die rheinhessische Weinprinzessin Nathalie Bocchius und wir teilen uns im Prinzip alle Aufgaben, die im Weinanbaugebiet Rheinhessen anfallen oder halt Weinmessen ganz deutschlandweit. Besten Dank. Und bei Ihnen? Ich bin die Melanie Hillenbrand von der Hessischen Bergstraße. Bei uns läuft es ein bisschen anders wie in Rheinhessen. Wir sind das kleinste deutsche Weinanbaugebiet. Und bei uns sucht der Weinbauverband sucht oder hält Ausschau nach Mädels im richtigen Alter, die was mit Wein zu tun haben und genau, geht dann auf die zu, spricht sie an, ob sie Lust und Zeit hätten, sich ein Jahr oder 10 Monate dem Wein zu widmen. Okay, und was ist Schwerpunkt Ihrer Arbeit? Schwerpunkt ist eben die Repräsentation nach außen, also bei uns zum Beispiel, dass auch das kleinste Weinanbaugebiet immer wieder zeigt, ja, uns gibt's und wir sind dabei, damit wir nicht untergehen. Und dann gibt es eben ganz viele verschiedene Veranstaltungen, Möglichkeiten, um auf sich aufmerksam zu machen, auf die Winzer und auf unsere Weine. Danke. So, normalerweise würde ich jetzt eigentlich schon ohne Kopf dastehen. Denn laut protokollarischen Sitten hätte ich ja natürlich zuerst die Königin befragen müssen. Vielmals Entschuldigung, aber ich dachte mir, so die Hoheiten hebt man sich natürlich, besonders Hoheiten hebt man sich bis zum Schluss auf. Und deutsche Weinkönigin, wie fühlt man sich dabei? Na, ich denke, man fühlt sich schon ganz gut, wenn man so ein tolles Weinland vertreten darf wie Deutschland. Macht unglaublich viel Spaß und es ist natürlich auch eine verantwortungsvolle Aufgabe. Aber ich habe ja auch großartige Unterstützung hier mit den ganzen Mädels und es klappt gut, finde ich. Prima. Und das heißt, ihr seid aber nicht immer zusammen, ihr geht normalerweise getrennte Wege. Ja, also wir machen eigentlich alles. Es ist kaum so, dass man jetzt als Königin zusammen mit den Prinzessinnen irgendwo auf Termine geht. Es ist schon ab und zu mal, dass man alle zusammen eingeladen wird. Aber eigentlich ist man schon Einzelkämpfer und wird dann manchmal noch unterstützt von jetzt hier zum Beispiel vom Rhein-Hessen-Team oder bei mir ist es vom Deutschen Weininstitut, kommen noch Leute mit und da geht man dann auf Messen. Also ziehen schon viel an einem Strang. Okay, also kein fester Hofstadt wie ein Hof ist, sondern teilweise auch alleine unterwegs. Ja, schon. Wir fahren auch alle selbst. Man denkt auch immer, wir hätten einen Chauffeur. Das haben wir aber leider nicht. Das würde, finde ich, müsste noch eingeführt werden. Und wir sind sehr viel alleine unterwegs. Und ja, wir sind froh, dass wir alle Handys haben und uns ab und zu mal noch verständigen können. Okay, und ein Jahr Weinkönigin und dann, wie geht's weiter? Ja, nach dem Jahr Weinkönigin mache ich mein Studium fertig. Das liegt im Moment auf Eis, weil es ein Vollzeitjob ist, deutsche Weinkönigin. Danach werde ich wieder weiter studieren und dann gehe ich erstmal ins Ausland, mich ein bisschen austoben und dann gehe ich ins Weingut zu Hause, steige da ein und kämpfe weiter für den deutschen Wein. Okay, das heißt, und Sie kommen aus welcher Gegend oder aus welchem Ort? Also ich komme auch aus Rheinhessen. Ich bin Ihre Vorgängerin. Ja. Okay, dann herzlichen Dank, viel Spaß noch, viel Erfolg. Und letzte Frage noch, ihr habt, naja, mehr oder weniger leere Gläser. Ist das jetzt Show oder trinkt ihr tatsächlich Wein auch? Wir trinken auf jeden Fall Wein. Wein ist unser aller großer Leidenschaft. Also wir lieben alle Wein, wir trinken total gern Wein. Und dass die Gläser jetzt leer ist, das zeigt ja nur, dass wir den Wein gern trinken, oder?